Yo, was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wurde gefragt und ich habe angenommen. Es ist Zeit für ein weiteres E-Date. Eigentlich wollte ich mal wieder eine eigene Dating-Show machen, kommt auch noch. Wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr gerne mir auf Instagram schreiben, I don't know. Heute mache ich aber mal wieder bei einem Date mit. Mit niemand geringeren als Nicole Dobrikow. Bei der mache ich mit E-Date. Wie stehen die Chancen? Bin mir sehr unsicher. Die macht doch Onlyfans. Ja, das weiß ich nicht. Kenne ich mich jetzt, also... Persönlich kann sein, ja, vielleicht. Das Ding ist, ich habe die letzten Dating-Shows, in denen ich mitgemacht habe, immer die Variante gefahren, dass ich rausstechen will und ein paar krasse Sachen vorbereite. Heute habe ich tatsächlich wirklich nichts vorbereitet. Außer, wie immer, habe ich einen schönen Blumenstrauß noch an der Tanke geholt, so auf spontan. Ich habe auch erst vor ein paar Stunden entschieden, dass ich mitmache. Ich glaube, wir belassen es heute. Weil bei den letzten Dating-Shows, wo ich wirklich richtig viele Sachen vorbereitet habe, sah es ungefähr so aus. Ich glaube, nein. Ich gehe mit der... 3. Die 3? Ja. Die 3? Erste. Oder? Ich. Oder? Wer ist die 3? Ich weiß es selbst nicht. Minus war die 3. Oh, hell no! Deswegen glaube ich, eine gute Idee ist, heute einfach mal die Schiene zu fahren, bereite nichts vor und ich bin einfach ich. Ich glaube, das ist der Way to go, den ich heute gehen werde. Jules, ich habe Angst. Warum? Ich weiß nicht, erstens bin ich überfordert mit der Situation, weil die Dame, Brett. Wahrscheinlich ist ein Brett. Guck mich an, guck sie an. Sollt ihr erzählen, was du bei einem Date machen würdest? Was würde ich denn bei einem Date machen? Ihr lauft durch die Stadt. Jeder sucht 5 Pfandflaschen und davon holt ihr euch dann gemeinsam Wassereis. Ihr fahrt zum Rhein und schlürft dieses Wassereis zusammen aus. Und für Detox, ganz wichtig, die Detox erwähnen. Juice, du weißt schon, dass das eine Frau mit Ansprüchen ist. Ich glaube, Pfandflaschen sammeln ist jetzt nicht so ihre Idee. Also oder ihr Date, was ich gerne hätte. Dann sag direkt einfach mit Wassereis an Rhein und Detox. Und dann erwähnst du, dass du noch ein paar Onlyfans-Bilder machen könntest. Ja, vielleicht bin ich Fotograf. Ich glaube, ich muss die Taktik fahren und nicht auf dich hören. Das klingt mir alles ganz schlecht. Das klingt mir alles nach dem Wind, ey. Das klingt mir alles nach dem Blues. Also alles über erste Runde bin ich zufrieden, sag ich dir offen auch. Ja. Okay, Jules, ich muss mich vorbereiten. Ja, wie gesagt, wenn du einen Wingman brauchst, ruf mich an. Ja. Wird schon mal die Cap weglassen? Bist du dir sicher, dass ich die Cap weglassen soll, Digga? Bist du dir ziemlich sicher? Okay, Cap aufhaben. Ja, dann perfekt. Sag dir mit oder ohne Krawatte? So ein bisschen casual, wie ich jetzt aussehe, oder soll ich mir noch die Krawatte rummachen? Es soll heute auf jeden Fall einfach ein bisschen lockerer sein. So als wenn ich ein cooler Typ bin, der eben gar nichts juckt. Was sagt ihr? Sieht doch auch fresh aus. Hat auch was, oder? Für locker lässt du die Krawatte weg und machst die ersten beiden oben Knöpfe auf. Ja, okay. Aber mit oder ohne Krawatte? Wenn ihr mich jetzt so seht. Ohne? Ja, gut. Vielleicht hole ich die einfach im Finale raus. So, auf Spann. Oh, sehe ich gut aus. Guckt euch an. Ich bin einfach der einzige Albert, der schon da ist. Ich bin 10 Minuten zu früh, 12 Minuten. Bin der einzige Almer, der schon wartet. Da weiß ich doch schon, dass wieder nur Kennex mitmachen. Und ich. Das ist, Bruder, wenn ich auf Kennex stehe, dann bin ich jetzt schon am Arsch. Guck mal, Digga, der ist einfach auf Konzert. Trotzdem werde ich verlieren, Digga, ne? Shalom alaikum. Ach, nein. Bin mir der einzige Almer in der Runde. Ich kann das alles nicht mehr. Ey, Umut, machst du dich noch hübsch fürs E-Date heute, oder? Soll ich einfach ein random mein Date spielen? Ah, ich dachte, das sah nach Alltagsoutfit aus. Sorry. Heute Runde 1 raus, das wird's. Guck mal, ihr müsst mich schon unterstützen, okay? Ihr müsst mich schon helfen. Pack auf, das ist meine Scheier, Digga. Kommt das Scheiße von hier mitmachen? Ey, Furry, guck mal, ich jetzt so, ey, jetzt mal ernsthaft, ich bin der einzige Allmann hier. Ist doch gut, hä? Vielleicht steht sie auf Deutsche. Also guck mal, wenn sie nicht drauf steht, bin ich ja direkt raus. Sag, du bist, Bruder sagt, du bist Bulgare, weil sie ist auch Bulgarin. Ich weiß nichts über Bulgarien. Mach andere Fenster, Dings auf. Ja, Bulgarien, Informationa. Ey, Umut, sicher, dass du so gehen willst? soll ich mit Untose gehen, du Peach? Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Zeig mal deine Haare. Ja, sieht genauso aus, aber... Das ist diese Dings. Dann lass mich spielen! Aber ich sag ja nicht, dass es scheiße aussieht. Es sieht bloß extrem verrückt aus. Ey, Umut, du musst auch 2, 3 Knöpfe aufmachen hier an Brust. Dass man die Haare ein bisschen sieht. Ich hab keine Haare. Mach zu und für jede Runde, die du weiterkommst, machst du einen Knopf auf. Ja, okay. Ja, okay. Hi. Hallo.
Was geht? Perfekt. Minute geht los, Leute. Was? Minute? Ja, eine Minute Zeit, miteinander zu reden. Stell dich vor. Wir müssen kurz. Minute bin ich überfordert, weil es ist ziemlich lang für mich. Ich will erstmal entschuldigen, ich bin ein bisschen krank, ja. Also, ich weiß nicht, ob man das hört, aber kennst du dich ja mit aus, oder? Safe. Also, ich meine, du siehst ja auch krank gut aus. Ich bin Linus. Was soll ich hier. Was haben die anderen erzählt? Nee, Spaß. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier sagen soll. Das ist so übel cringe. Ich frag dich einfach, wie geht's dir? Wie war dein Tag heute? Ja, mir geht's gut. Mein Tag war ein bisschen Film, aber alles gut. Erzähl mal über dich so. Was machst du so? Was geht bei dir so ab im Leben? Also ich glaube, ich bin wie die meisten hier wieder Influencer, aber so ein scheiß Wort, das hört man eigentlich ungern. Jeder ist ja Influencer, also von daher alles ich gut. Ich bin aber eigentlich ein bisschen aufgeregt, muss ich auch sagen, weil ich ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, wie ich mit Frauen reden soll. Vor allem, einfach so, wie du wirklich bist, also sei einfach du selbst. Ich weiß wirklich, das ist voll schwer, über sich selber zu erzählen. Ich weiß nicht, das ist so auch so langweilig, weil was soll man so krasses über sich erzählen, so ich bin glücklicher Mensch, so keine Ahnung. Das ist voll. Weiß keine nicht. Ahnung, was sind so deine Hobbys oder was machst du so sonst? Ich hab keine Hobbys, ne? Gar keine? Nein, so guck mal, was ist ein Hobby? Ja, ich spiel Fußball so, okay? Ja, ich finde viele Sachen geil. Ja, okay, aber zum Beispiel machst du Sport oder. Safe. Was gehst du bei dir ab so einfach? Erzähl mal einfach. Ich hab Fitnessstudio für mich entdeckt. Ich bin sehr im Fitness-Trip aktuell. Ja, sympathisch. Also bei mir, ich mach auch viel Fitness, deswegen. Ja, hab ich gesehen. Aber ich bin leider sehr viel krank und da muss ich raus aus der Nummer. Vielleicht kann man ja mal zusammen trainieren gehen. Ach, keine Ahnung, alles. Scheiße, Mann, bevor du einen schlechten Eindruck von mir hast, weil ich ein bisschen nervös bin und ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich habe mich vorbereitet, ich dachte, ein kleines Präsent zum Anfang. Ich war extra noch einen Blumenstrauß holen. Ich hoffe, du stehst auf sowas. Die anderen Gott. Werden mich dafür haten, weil das ist immer cringe, aber ich denke, so eine Frau, die will ja auch was geboten cringe, bekommen. Oha. Naja, ich find's wichtig, dass eine Frau was geboten bekommt und deswegen ist der hier für dich, ja. Oha. Stark, okay, das war's mit der Minute. Linus, danke dir. Scheiße, ich hab's so reingeschissen, ne? Es war gut. Ey, guck mal, jetzt mal for real, wenn ihr über euch erzählen sollt. So, was erzählt man denn? Was soll ich denn erzählen? Hä? Was soll ich denn erzählen? So, erzähl mal über Nut, über was sind deine Hobbys? Digga, keine Ahnung, was sind meine Hobbys? Fitnessstudio gerade noch in den Kopf gekommen, ist noch jemand im Cap. Juckt auch keinen. Warum erzähl ich ihr, dass ich immer krank bin, Armin? Es hat nicht gewiped. Ja, weil ich scheiße gelabert habe. Ich glaube, ich komme weiter, aber danach muss ich irgendwie, keine Ahnung, da muss ich das irgendwie noch saven. Ich habe ja so reingeschissen, Retalk. Bis jetzt war das meine schlechteste Leistung in allen E-Dates, die ich je gemacht habe. Die schlechteste. Ich stell die Blumen einfach mal unauffällig hier hin. Ich glaube, das kommt gefährlich. Hey, wir schauen mal rein, was sie dann zu mir gesagt hat. Ich schwöre, bis jetzt war das der sympathischste. Fandest du? Okay, ich fand auch, er war am echtesten so. Er hat an mich gedacht, ne? Ja. Er hat Schmühe gegeben. Er war schüchtern, aber er hat Schmühe gegeben. Ne? Ja. Das war Linus. Gott sei Dank. Also du wirst jetzt Entscheidung sagen wahrscheinlich, wer weiterkommt, wer raus ist. Ja, ich glaube schon. Los, ja. Oh, ich hoffe, dass Umut richtig weit kommt, dass er sein Hemd ausziehen muss. Ne? Ich sag's offen. Ja, ernst. Das ist das erste Mal, dass ich hoffe, dass Umut weit kommt. Und am Ende kommt Hose. Ja, aber das will keiner sehen tatsächlich. Zu mir hat sie gesagt, ich war sympathisch. Ich habe gedacht, die hasst mich, Alter. Bei Umut hat sie, glaube ich, gesagt, boah, was für ein komischer. Irgendwie sowas hat sie. Ich glaube, du verwechselst dich mit mir. Ey, warum habt ihr so dicke Luft zwischeneinander? Bruder, Amanakoim, ich kenn den Typ nicht mal. Ich war einmal... Boah! Ich hab einmal mit ihm geredet. Digga. Das war diese andere Idee. Seitdem diese andere Idee habe ich nicht mal seine Fresse gesehen und nichts von ihm gehört. Oh, Linus, was sagt er da? Mach einen auf den. Was willst du von meinen Eiern, hä? Digga, Bruder, du warst letztens ein bisschen unkorrekt zu mir. Deswegen dachte ich, komm ein bisschen zurück, aber okay. So, ich habe gerade gesagt, ich hoffe, du kommst ganz weit, ja? Ey, Umut, ich will mich gar nicht streiten. Bald Ramadan, gibt euch Hand. Alhamdulillah. Ja, alles gut, ey, du bist eh kein Konkurrent, deswegen. Passt. Ich bin kein Konkurrenz, jetzt picke ich dich. Ihr hattet alle eure Minute mit Nicole, also euer Gespräch, das eine Minute gedauert hat. Und Nicole hat sich Gedanken gemacht, hatte einen ersten Eindruck von euch und wird jetzt euch einmal sagen, wer rausfliegt. Ich muss euch die traurige Nachricht übergeben, dass direkt von Anfang an vier Leute raus sind. Und Nicole, fang mit den zwei Leuten an, die du mir gerade gesagt hast und dann kannst du weiter deine Gedanken erläutern. Erläutern. Grüße gehen raus an meine Deutschlehrerin. Vier Leute sind von Anfang an raus. Digga, wenn ich nicht raus bin, bin ich King. Wer lieber zum Kanye-Konzert geht, anstatt mit mir zu reden, das ist für mich schon mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, der Typ geht lieber auf ein Konzert, anstatt sich die Zeit zu nehmen. Ich glaube, ich bin nicht raus, Chat. Interagieren, zu reden und so. Da muss ich leider sagen, da ist man schon wirklich direkt raus. Also, das war's, wenn man das war's sich für die zwei Jungs. Zeit nimmt, easy.
Wir sind direkt zwei Leute weniger und du musst jetzt einfach nochmal zwei rausvoten. Ich weiß, das ist hart, aber das ist der Business. An sich so, wirklich alle waren mir voll sympathisch, deswegen ist gerade voll schwer, jetzt jemanden rauszuvoten. Du musst, also, sag einfach mal generell ein bisschen was zu jedem Date, also zu jeder Minute, die du mit der Person hattest. Und dann darfst du danach sagen, okay, ich lasse sie weiter. Also, Berko war mir an sich schon sehr sympathisch, muss ich sagen. Cooler Typ, so. In der Minute kann man halt nicht viel übereinander herausfinden, deswegen ist ein bisschen schwierig, so. Würde ich jetzt nicht rausvoten, würde ich weiterlassen. Enzal, okay. Boah, ich muss sagen, da ist mir jetzt nicht so viel hängen geblieben. Deswegen, also, ich weiß es nicht. Ich hasse es irgendwie, so Leute rauszuvoten und sowas, aber das Ding ist, also zum Beispiel, ich sag jetzt mal so, Linus hat mir schon direkt einen sympathischen Eindruck gemacht, weil er mir extra Blumen mitgebracht hat und sowas. Und so das Gefühl gegeben hat. Oh, warte, Nicole, ich mute dich ganz kurz. Du hörst aber gleich wieder alles, keine Sorge, es sind nur 10 Sekunden. Jungs, was sagt ihr dazu? Der bringt einfach Blumen mit! Was sagt ihr dazu? Der bringt einen Blumen mit! Das ist cool, ja. Was ist los mit dem, ja? Blumen! Das ist cool, ja. Hallo, hey, Frauen wollen was geboten bekommen, ja? Was seid ihr hier für? Oh mein Gott! Okay, Jungs, geht wieder mute. Okay, wir haben gerade ein paar Jungs ihm Komplimente gemacht dafür, dass er Blumen mitgenommen hat, dafür, dass er diese Idee hatte. Blumen mitzubringen und deswegen, würdest du sagen, er ist weiter? Ich würde sagen, Linus ist auf jeden Fall weiter. Allein wegen der Blumensache, das ist etwas, das bleibt im Gedächtnis, da ist er auf jeden Fall weiter. Digga, heute wird mein Tag, Chat. Sie ist genau die Frau, wo ich hätte viel mehr vorbereiten müssen. Heute hätte ich ganz viel vorbereiten müssen. Du bist so ein kleiner Wichser, Linus. Du bist so ein kleiner Wichser. Einfach Blumen ist crazy. Ey, yo, guck mal, checkt ihr? Ich muss euch jetzt eine Sache sagen. Ich bereite immer richtig viel vor für diese Dating-Shows, weil ich coolen Content machen will. Heute war das Einzige, was ich vorbereite, Blumen. Und sie feiert. Und ich hätte heute die ganze andere Scheiße wie die letzten Dating-Shows auch noch vorbereitet. Was hast du denn gemacht noch, Bruder? Was machst du denn immer? Ich hab keine Ahnung, Videos. Was laberst du, ja, Bruder? Wie einsam bist du, Bruder? Wer hat dich verletzt, Bruder? Wenn er es trotzdem schafft, Bruder, dann hat er es ja trotzdem geschafft. Okay. Egal, was man sagt. Dann ist Respekt. Bruder, ich küsse dein Herz. Boah, soll ich Umut heute richtig fertig machen? Los, Joe. Umut, du kannst einmal was vorsingen. Kime desem derdimi ben bulutlar. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Ich finde wirklich alle drei wirklich sehr sympathisch, wirklich. Aber ich muss sagen, wenn ein Mann nochmal so Selbstbewusstsein zeigt, finde ich das schon krass. Also okay, zum Beispiel, wenn man sich vor die Kamera stellt und jemand etwas was vorsingt, dann muss man ja schon echt viel Selbstbewusstsein haben, um sowas zu machen. Mhm. Und deswegen würde ich ihn jetzt wählen, weil er sich hier vor die Kamera stellt und... Scheiße. Linus, dein Rival kommt weiter. Ich werde ihn so ficken, Jungs. Ey, ich überlege halt, ob ich jetzt mein Game spiele oder ob ich einfach Umut fertig mache. Was ist los, Digga? Boah, red ihn einfach schlecht bei Nicole gleich. Maschine, Bruder, Walla, Maschine. Junge. So macht man das! Umut, Knopf auf! Du musst einen Knopf aufmachen. Knopf auf! Ach so, stimmt, ja. Jawohl, Alter! Oder Umut eine Runde weiter, er denkt, ist der King, ne? Ja, Umut, mal deine Fresse, Bruder. Wenn du ein Mann bist, Bruder, machst du vor ihre Fresse deine Käppi runter. Okay. Digga, warum hatet ihr euch jetzt wegen einer Frau, Digga? Warum, Harunan, warum streiten wir uns für eine Frau, Bruder? Lass mal jetzt for real hair machen, komm. For real, aber hair. Aber jetzt ohne noch so einen Spruch im Abgang, Linus. Jetzt wirklich hair. Komm. Was? Oh mein Gott, Umut. Ja gut, danach können wir entspannt machen. Der wird eh alles verkacken. Denkt ihr wirklich, dass ich mich mit den cool mache, Digga? Der Idiot. Er sagt, er will unterstützen sie bei OM und so. Und er sagt gerade einfach, der will Geld machen aus der. Komm, also ich will auch. Oh, da muss ich kurz mal rein. Sobald du halt wirklich nichts Schlimmes machst, so wie Illegales, sagen wir mal, ist eigentlich alles gut. Ich war eine Sekunde drin und ich habe nur Lügen gehört. Er labert nur ganz. Er sagt, dass er OM unterstützt bei OM. Ey, Lügo Umut, was geht, Abi? Was laberst du? Cap Umut. Ich mein's ernst, Digga. So, wir haben Linus als nächstes. Hallo. Linus! Ja? Geht's gut? Was geht? Guck mal, du hast am Anfang einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen mit dem Blumen, sage ich dir sehr ehrlich. Aber jetzt kommst du nochmal aufs Ganze hinaus. Also wie würdest du damit klarkommen, wenn deine Freundin OF macht? Ja, ich muss fairerweise sagen, ich habe die Frage natürlich schon mitbekommen.
Ich hab ein bisschen überlegt, wie, ob ich jetzt so den ehrlichen Linus weitermache. Oder du musst ganz ehrlich sein. Sei einfach so, wie du genau bist. Also ich bin dir ganz ehrlich, so wenn man so vom ganz Anfang so geht und so überlegt, so wie soll man das deinen Eltern erklären, dass deine Freundin Onlyfans macht, ist es schon mal so ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Persönlich finde, so in gewissen Sachen, so dass wir in Deutschland oder allgemein einfach ein bisschen zu den Stock im Arsch haben. Also ich finde auch so... Ich meine, Unterwäsche ist Unterwäsche, so. Keine Ahnung, das ist ja nicht schlimm, so wenn man so halb nackt rumläuft. Der nächste Punkt ist halt, wenn man noch ein bisschen weiter geht, das ist dann schon schwieriger, vor allem, wenn es meine Freundin ist. Und ich kann auch ehrlich gar nicht sagen, wie ich damit umgehen würde, weil wenn ich sie charakterlich und alles drum und dran super finde, sie aber Onlyfans macht, ja, was soll ich da machen, so? Ich kann ihr ja nichts verbieten und ich meine, man verdient wahrscheinlich auch kein scheiß Geld da, so dann sehr gutes. Das wäre dann halt eine schwierige Situation, aber ich würde sie wahrscheinlich annehmen, so wie sie ist. Ja. Und, sie auch unterstützen, wäre wahrscheinlich aber nicht 100% glücklich. Aber was wäre so dein Punkt, wo du sagst, okay, deswegen feiere ich das jetzt nicht? Ist es eher so wegen den Eltern oder weil du nicht willst, dass andere Leute so quasi deine Freundin so sehen? Was ist so dieser Punkt, wo du sagen würdest, okay, das feiere ich jetzt nicht so ganz? Ja, ist ja intim sehr. Und so normalerweise sind so intime Sachen nur was Persönliches so zwischen Mann und Frau. So. Ja, ja, okay, für alle. Verstehe. Aber ich kann dir ehrlich, auch bin wirklich ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen würde, weil ich bin nicht in der Situation, vielleicht noch nicht. Ja. Und deswegen ist es sehr schwierig und ich will hier auch nicht rumlügen oder so wie Umut. Nee. Und wie ist es bei dir so, wenn sie allgemein so Social Media macht und sich, sage ich mal, auf Instagram jetzt so ein bisschen so präsentiert? Ist es für dich auch schon so ein Thema oder ist es auch... Ah, das finde ich cool. Okay. Das finde ich cool. Auch also wenn ich jetzt mal von deinem Instagram ausgehe, was ich mir vorher natürlich angeguckt habe, das ist voll fein so. Natürlich ist es auch immer so, ist immer ein bisschen komisch, aber das, was ich meine, so... Ich stehe im Buch, ja. Es ist halt einfach Unterwäsche, so. Es juckt doch keinen so. Aber auch allgemein Social Media, das Einzige, was ich dazu sagen muss, wenn sie Social Media macht, ich würde gucken, dass ich nicht unbedingt so auf Couple-Beziehungen dann im Social Media mache, weil wenn... Ja. Das ist cringe. Ey, der Chat schreibt L, aber das ist einfach meine ehrliche Meinung. Okay, Linus. Okay. Danke dir. Wir sehen uns. Du kleiner Schwanz! Was hast du gesagt? Fick dich, Unmutige! Hast du gedacht, wir sind Freunde? Du kleiner Peach, wenn ich dich jetzt nicht ficke, bin ich... Das war so ein kleiner, den ich so daneben... Der, guck mal, die hat's nicht mal ernst... Also, guck mal, das war so... Sie hat's mir nicht persönlich übel genommen, dass ich dich fronte, aber sie hat's gehört und sie hat's gespürt. Und das war richtig. Okay, Linus, kleiner Mann. Du bist langsam ein bisschen fresh. Ich glaube, man muss dir zeigen, wie man ein wahrer Mann wird, oder? Sei mal ehrlich, hast du schon mal Schläge bekommen? Ja. Von mir hast du noch nie Schläge bekommen, ne? Nein, nein, aber Bruder, ich schlag mich auch nicht mit Frauen, deswegen kein Problem. Von wo kommst du überhaupt dann? Aus Sachsen. Da weißt du nicht mal, was Sachsen ist. Oha, Bruder, ey, guck mal, was er mit dir macht. Oh, alles gut, ich kann das. Aus Sachsen, wie weit ist das von hier lang? Bruder, keine Ahnung, wo kommst du her? Nee, Stuttgart. 6, 7 Stunden. Soll ich irgendwann mal 7 Stunden zu dir fahren, nur um einen Klatscher zu geben? Aber nicht diese Dingsfilme, wenn ich unten bin und ich anrufe, ey, komm runter, sage. Nicht diese, ich ruf gleich die Polizei an, Filme machen, weil... Nein, ich komm runter, wenn du alleine da bist, komm ich gern. Das Ding ist, ich muss auch pissen und was zu trinken und wie soll ich das... Geht das? Dann geh doch! Ja, aber du wirst dann sagen, ja, er hat keinen Bock mehr oder so, die Scheiße. Schlauberst du, Digga? Ja, na gut, ich vertraue dich, ne? Okay, wir sagen, er hat keinen Bock mehr, deswegen ist er gegangen. Ich werde ihn sowas von ficken jetzt. Wenn die jetzt reinkommen, Digga, nehme ich ihn auseinander. Wir machen das jetzt so, Jungs, es werden 2 direkt rausfliegen, insgesamt fliegen sogar 3 raus. Das heißt, danach gibt es ein direktes Finale. Oh, stellt euch vor, Umut gegen mich im Finale. Stellt euch vor. Also ich muss sagen, egal wie sympathisch man ist, so natürlich, wenn man mit jemandem in eine Beziehung kommt, ist das halt so ein großer Punkt. Ist ja mein Job und alles Mögliche und deswegen könnte ich ja jetzt auch nicht mit jemandem in eine Beziehung kommen, der komplett was dagegen hat und sagt, ja, hör auf damit und alles. Ist ja einfach auch irgendwo schwer so. Ist ja egal, wie die Meinung ist, aber ich kann ja jetzt nicht einfach mit meinem Job aufhören, weil jemand sagt, ja, ich feiere das jetzt nicht so krass. Muss ich leider die Personen, die jetzt komplett was dagegen haben, leider rausvoten, auch wenn ihr mir sympathisch seid. Genau, also zum Beispiel Berkoli meinte, er hat was dagegen. Deswegen muss ich ihn jetzt an der Stelle leider rausvoten, auch wenn er mir sympathisch ist, aber... Berko, du darfst gerne nochmal was sagen. Ja. Ja, das ist halt, ne, kann man nichts machen. Ist so, egal wie sympathisch eine Person ist, da gibt's kein, was man da noch viel reden kann, respektiere ich. Ja, also nicht falsch verstanden werden, ne, ist halt nur eine Sichtweise. Bist auf jeden Fall ein cooler Typ, aber wenn es halt nicht passt, dann kann es halt quasi auch nicht irgendwo zu einer Beziehung kommen. Deswegen ist halt ein bisschen schwierig auch das Thema so. Kann ich nochmal eine Frage stellen, bevor ich jemanden rausvote? Ja, aber nicht die Frage. Wenn du noch eine andere Frage hast, kannst du die gerne stellen, ja? Okay, ich überlege kurz. Seid ihr in einer Beziehung eifersüchtig oder seid ihr so, dass ihr der Frau auch
Freiraum lässt oder so? Oder wie seid ihr so drauf in einer Beziehung? Was jetzt Klamotten angeht oder zum Beispiel jetzt rausgehen irgendwie. Wenn du da halt jetzt nicht mit Bikini rumlaufst in irgendeinem Club, dann passt schon. Ja, als ob ich jetzt mit Bikini in irgendeinen Club gehe. So. Also ich ja, meine, Warum nicht? Mich juckt das halt wirklich nicht, weil, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind schon zusammen. Wir gehören schon zu uns, Janne. Yeah. Ja. Deswegen, Leute können gucken, Leute denken sich, boah, der Junge hat's geschafft und so. Aber wie gesagt, das war's dann halt auch. Ja, yeah, okay. Da kommt auch die Vertrauen rein, natürlich. Safe. Also Vertrauen ist sowieso sehr, sehr wichtig. Also ich finde eine gesunde, also gesunde Eifersucht ist gut. Also wenn man gar nicht eifersüchtig ist, dann heißt es, dass man die Person ja auch gar nicht mag. So, weil da liegt ja nichts an der Person. Also gesunde Eifersucht ist, dass man sich Sorgen um die Person macht, wissen Sie, was sie tut, yeah. Dass man auch sicher ist, dass sie gut geht, sagen wir mal so. Aber ich würde jetzt keine ihr nichts verbieten oder sie einstellen oder sonst was. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man jemandem was verbietet, ist eigentlich die Beziehung schon vorbei, weil ihr seid erwachsene Menschen, ihr wisst, was sie tut. Was gibt es für einen Spruch? Man sagt auch immer, wenn du einen Vogel hast und den fliegen lässt, immer so weit es will und so viel es will, kommt es auch immer wieder zurück. Aber wenn du diesen Vogel einsperrst, dann nutzt es die Chance, wenn du ihn freilässt, dass er nie wieder zurückkommt. Krass. Zitat Ende. Krasses Zitat. Wenn ich der Frau 100% vertraue, dann kann sie eigentlich, denke ich mal, alles machen, was sie machen will. Und wenn ich ihr nicht 100% vertraue, dann ist sie nicht meine Freundin wahrscheinlich. Aber warum vertraust du ihr nicht 100%? Also, was nee, deswegen sage ich ja, wenn ich ihr nicht 100% vertraue, ist sie auch nicht meine Freundin. Also es gibt auch so Sachen, wo ich dann so denke, manche Sachen macht halt vielleicht auch eine Frau, wenn sie mich liebt, nicht. Zum Beispiel mit 10 Jungs auf dem Hotelzimmer chillen, ist vielleicht kann sie machen, ja, aber ist ein bisschen unangenehm so. So, wenn man abends mit irgendwie rausgeht, ja, oder es gibt ja schon Leute, die sagen, ja, zieh das nicht an, zieh das nicht an. Wie stehst du denn so zu dem Thema? Eine Frau soll anziehen, was sie will. Was sie soll. Der einzige Punkt, der mich so ein bisschen triggert, ist so, also so mit anderen Männern, ich will nicht wissen, so, was sie gerade macht und ich will nicht wissen, wo sie ist. Kann sie mir gerne sagen und so, ich will sie nicht stalken oder irgendwas. Aber da ich da einmal ein bisschen gefickt wurde, habe ich da so ein bisschen Respekt vor der ganzen Thematik. Ich bin ja auch nicht so krass eifersüchtig, war ich auch nie. Ich will halt einfach, dass sie mir nichts verheimlicht. So, wenn, sie muss mir ja nicht alles direkt erzählen, aber wenn sie mit einem anderen Typen alleine unterwegs ist, dann kann sie mir das vielleicht auch danach mal erzählen, so, oder davor. Ja, sowieso. Also ich finde, man sollte sich sowieso in einer Beziehung erzählen, mit wem man unterwegs ist und alles Mögliche. Aber also würde es dich stören, so, wenn sie jetzt, sag ich mal, abends mal irgendwo rausgeht mit Freunden? Nein, oder warum? Sich so ein enges Kleid hat? Das wäre kein Problem für dich, so? Das würde mich gar nicht stören. Der einzige Punkt, der mich daran stört, ist so, wenn sie, keine Ahnung, in irgendeiner Stadt unterwegs ist und ich kenne Männer, ist auch ein bisschen gefährlich so manchmal. Als Frau. Mhm. Deswegen will ich auch, dass sie sicher ist und vielleicht rate ich ihr davon ab, aber keine Ahnung. Was auch. Nicht egal, aber ich stehe zu dem, was sie macht. Okay. Ich glaube, das war scheiße, oder, Chat? Ich habe ein bisschen zu viel gelabert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin gar nicht eifersüchtig. Also schon ein bisschen auch so, wie Riton das gesagt hat. So. Kurz mal Real Talk. Das liegt auch daran, dass ich schon oft betrogen wurde. Und ich glaube, das ist eher so die Angst, wieder jemanden zu verlieren einfach. Okay, krass. Ja. Aber darf ich mal fragen, bei welchem Punkt du eher so eifersüchtig wirst? Also wenn sie, sage ich mal, jetzt so mit Typen rausgeht, also sagen wir mal, wir sind jetzt in der Gruppe und da sind jetzt auch ein, zwei Typen dabei. Ist das für dich dann eher so die Eifersucht oder ist es die Eifersucht eher so, wenn sie sich, sage ich mal, jetzt so ein bisschen freizügig anzieht oder enge Sachen anhat? Auch wenn du mit jemandem bist, mit dem du vorher was hattest oder so, weißt du? Und man merkt, da ist noch ein bisschen diese sexuelle Spannung zwischen zwei Menschen. Das merkt man ja direkt, weißt du? Dann natürlich ist man ein bisschen eifersüchtig, ist ja klar. Was du anziehst und so, das ist voll egal. Nicole, du musst jetzt einen rausvoten und dann stellen wir nochmal die letzte Frage, aber jetzt muss final nochmal einer rausgeschmissen werden. Boah, das ist so schwer. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Das Ding ist, an sich sind wir alle so sympathisch, deswegen ist es voll schwer irgendwie. Das kann halt nicht jeder dein Herz erobern, weißt du? Du musst am Ende denken, okay, mit wem würde ich mich am ehesten nochmal treffen in Real Life so? Mit wem am ehesten nicht? Boah, das ist richtig schwer. Ich muss kurz überlegen. Ja, Digga, das war's, Jungs. Ich muss da leider Linus rausholen. Okay, klar, Digga. Sagst du mal sagen, warum? Leid, ich höre auf alles, du bist mir richtig sympathisch, auch mit den Blumen und alles. Also, weil du meintest, ja, dass du da irgendwie eifersüchtig bist, wenn man mal rausgeht oder irgendwie sowas. Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe es halt schon so erlebt, so dass man dann, also dass es oft dann sowas irgendwie zu Streitigkeiten führt. Ich bin jetzt keine Person, die feiern geht oder so. Ich bin eher sogar eine Person, die gefühlt samstags nur zu Hause ist und vergammelt. Das hat Riton gesagt. Das hat Riton gesagt. Riton war ja eher so ein bisschen so zwiegespalten. Also er meinte eher so,
eine gesunde Eifersucht gehört dazu, mach aber... Mich nicht raus. Linus hat es gesagt, ich muss den echt in den Schuss nehmen. Also das hatte, glaube ich, echt... Ja, er wollte mich gerade hier rauskicken, L-Aktion. Ja, ich hab's wirklich nicht so gesagt, aber es ist... Ja, das Ding ist, ich hatte halt oft in der Vergangenheit auch den Punkt, dass... Nicole! Wohnt jetzt wen raus, bitte! Ja, okay, es tut mir leid, ich muss aber Linus rauswohnen. Okay, Linus. Mach's gut, Linus. Es tut mir wirklich leid, Linus. Du warst wirklich, also, sehr, sehr sympathisch, auch mit den Blumen und sowas, aber... Hamid, lass mich ein Wort. Ich hab das zwar nicht so gesagt, aber ich nehme das an, alles gut. Ich sag dir ehrlich, das mit den Blumen war krass. Ey, aber tu mir einen Gefallen, ne? Umut, der lügt dich komplett an, den würde ich nicht wählen. Wir sehen uns. Echt? Gefickt! Boah, jetzt bin ich misstrauisch irgendwie. Also ich kann dir versichern, zu 1 Million%, die kennen sich wirklich nicht. Also, Linus kennt vielleicht Umut, aber Umut kennt Linus nicht. Also... Aber warum sagst du das dann? Die sollen boah, denken. Die sollen Umut denken. Umut war halt wirklich so, dass er direkt gesagt hat, ja, gar kein Problem, alles und Dings und... Ja, du musst selber, du musst nach deinem Empfinden. Lass dich nicht beeinflussen, aber Jungs, wir haben noch mal gemeinsam eine Frage uns ausgedacht. Guck mal, ich nehme das voll an, dass ich gerade rausgeflogen bin, weil ich habe zu viel Scheiße gelabert. Heute war irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, Digga, heute war weird, aber for real, die hat mich verwechselt. Ich habe nie gesagt, dass ich eifersüchtig wäre, wenn sie rausgehen würde. Das Einzige, was ich meinte, ist, ich würde sie auch ein bisschen zurückhalten, weil, Digga, Bruder, wenn meine Frau verdammt nochmal, wenn sie richtig krass gut aussehend ist, da in die Öffentlichkeit geht mit einem Maschala-Outfit, Bruder, wenn die da in Frankfurt rumläuft, habe ich Angst, dass die irgendjemand mitnimmt und vergewaltigt so. Wisst ihr, checkt ihr, was ich meine? Ja, du musst jetzt tatsächlich die finale Entscheidung machen. Ich glaube, die Trommelwirbel trommelt jetzt so lange durch, bis du einen Namen droppst. Ich weiß es gar nicht. Ob dieser Name gewonnen oder verloren hat. Wer wird's? Wir hatten hier echt coole Kandidaten. Nochmal Dankeschön an jeden Einzelnen, der mitgemacht hat. Ja, bevor du dich entscheidest, Nicole, bevor du dich entscheidest, will ich noch mal kurz meine Hose wischen. Was kann Umut bieten? Was kann Umut bieten? Umut, zeig mal auf den Geld. Viele sagen schon, dass ich eine Kategorie habe. Kannst du jetzt auch dein Mann. Was würde der Track okay, Umut. Ist raus. Du bist leider raus. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich schwöre auf alles, ihr seid beide so sympathisch. Und oh Mann. Aber ich bin auch ein Mensch. Und auch danke für dieses nice E-Date. Heute mal wirklich den realen Linus rausgehangen. Bisschen fitner gemacht. Ich hoffe, ihr habt es cool genommen. Tschüss.